بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lob gebührt Allah, den Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Liebe Geschwister, wir fahren fort mit dem Buch Fiqh al-Ibadat von Sheikh Abdul Adim al-Badawi. Rahimahullah, davon erlebt noch, Alhamdulillah. Und wir haben das letzte Mal über As-Sadaq gesprochen, das heißt über die Mahr, über die Brautgabe von der Frau. Alles, was mit diesem Thema zusammenhängt. Und wir haben auch inshallah ta'ala ausführlich erläutert, dass es keine Mindest- und keine Obergrenze gibt. Ein Mann sollte darauf achten, was er hat. So sollte er auch etwas von dem geben, wenn er etwas besitzt. Wenn er gar nichts besitzt, so ist es auch möglich, dass er der Frau nichts Materielles übergeben muss, solange sie damit auch einverstanden ist. Und es wurde vieles in der Sunna berichtet, was manche Frauen bekommen haben. Daher, liebe Geschwister, sollten wir gerecht sein und eine Frau nicht mit wenig abspeisen, wenn man etwas besitzt. Und man sollte auch nicht übertreiben in der Mahr. Denn wäre das ein Zeichen der Gottesfurcht, wie Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte, so wäre wer uns damit vorausgegangen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und bei Allah, das ist kein Zeichen der Gottesfurcht, sonst hätte er es uns vorgemacht. Dann haben wir auch das letzte Mal darüber gesprochen, wann ein Mann zu seiner Frau eingehen sollte. Und wir haben auch erklärt, dass es wichtig ist, dass der Mann auf die Gefühle der Frau achtet. Na, und wir werden heute auch darüber sprechen, bi'idhnillahi ta'ala, weil eine Frau, wenn sie heiratet, so hat sie noch nicht diese Situation erlebt, dass sie mit diesem Mann, mit dem sie jetzt verheiratet ist, in der Art und Weise alleine gewesen ist. Das ist für sie erstmal etwas Befremdliches. Und dieses befremdliche Gefühl sollte auch ihr weggenommen werden. Und daher sprechen wir jetzt über مَا يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ إِذَا دَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ. Was ist beliebt an Taten zu tun, wenn ein Mann zu seiner Frau eingeht? Eingeht bedeutet natürlich, mit ihr den Geschlechtsverkehr vollzieht. Möge Allah uns allen tugendhafte Frauen geben. يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُلَاطِفَهَا. Es ist beliebt, dass ein Mann freundlich mit seiner Frau umgeht. Wir haben darüber geredet. Sie ist zum ersten Mal in so einer Situation. Sie weiß nicht, wie sie richtig in dieser Situation reagiert. Wenn sie auch noch eine Jungfrau dazu ist, ist natürlich der Zustand noch extremer bei ihr, weil sie voller Scham ist. كَأَنْ يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنَ الشَّرَبِ. Er sollte ihr etwas zu trinken anbieten. Mit trinken meinen wir, was? Die harten Getränke oder die weichen Getränke? Bei uns gibt es die Getränke, die was? Die einen barmherzig machen und nicht tierhaft machen. Möge Allah Azzawajal uns vor dem Alkohol und was damit zusammenhängt bewahren. So sollte man ihr etwas zu trinken anbieten. Hören wir, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeboten hat. Die Hadith Asma bint Yazid radiyallahu anha. Asma bint Yazid, sie berichtete, qalat inni qayyantu Aisha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, ich habe Aisha ausgeschmückt für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Das war die Hochzeitsnacht und sie hat sie ausgeschmückt in einer Art und Weise, so dass ihr Ehemann sich auch über sie freut. Und das ist eine Sache, die erlaubt ist im Islam, dass die Frau sich ausschmückt. Natürlich insbesondere in der Hochzeitsnacht. Aber ausschmücken bedeutet, mit den Mitteln, die der Islam erlaubt hat. Bedeutet, zum Beispiel kann sie Kuchel auftragen, zum Beispiel kann sie Henna auftragen. Was sie auf keinen Fall machen darf, ist das, was Allah Azzawajal verboten hat, was sogar teilweise mit einem Fluch zusammenhängt, dass die Frau zum Beispiel ihre Augenbrauen zupft. Oder sie geht zum Friseurladen, und ihr kennt die heutigen Friseurläden, da kommt die Frau herein, ein Mann, subhanallah, er beugt sich über die Frau, schneidet an ihr, dreht sie, biegt sie, beugt sie. Diese Friseurläden, die wir kennen, das ist eine Sache, die
nur Leute machen, die eifersuchtslos sind. Überlegt mal, ein fremder Mann fasst diese Frau an, sieht sie auch unbedeckt und er darf sie nicht unbedeckt sehen. Warum? Weil er ist nicht ihr Mahram. Deswegen, wenn sie sich ausschmücken will, darf sie das oder nicht? Aber in so einem Friseurladen, wo der Mann, ein fremder Mann, sie ohne Bedeckung sieht und ihr auch noch die Haare macht, das ist nicht erlaubt. Sondern sie geht zu einer Frau, die macht ihr die Haare, aber wenn sie rausgeht, die Frau, dann muss sie wie rausgehen? Bedeckt herausgehen. Sie sagte ihm nie, قَيَّنْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Ich habe sie ausgeschmückt in einer Art und Weise, so dass es dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gefallen hat. ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتُهُ. Dann habe ich den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gerufen und habe ihn sozusagen gesagt, hier ist Aisha, deine Frau, sie ist bereit für dich. فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا. Dann kam der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und setzte sich neben Aisha رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Hören wir, wie der Führer der Nation mit einer Frau umgeht, die noch ein junges Mädchen gewesen ist, liebe Geschwister, Aisha radiallahu anha wa abbaha, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie wo gesehen? Im Traum. Und dieses zwei ganze Male. Und die Träume der Propheten sind Wahrheit. Daher, das war eine Offenbarung von Allah azza wa jalla. Und das reicht. Das reicht, dass dieses eine Offenbarung war. Und subhanallah, die schmutzigen Zungen, die heute über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sprechen und sagen, wie konnte er mit so einer jungen Frau heiraten? Die Qurayshiten damals, seine schlimmsten Gegner, die den Islam abgrundtief gehasst haben, haben sie so ein Argument vorgebracht? Ja oder nein? Weil sie haben ihn gehasst und jedes Argument ist ihm auch, yani, dienlich gewesen, wenn sie damit den Gesandten sallallahu alaihi wasallam angreifen konnten. Aber dass sie ihn nicht mit diesem Argument angegriffen haben, was heißt das? Dass es in der damaligen Zeit so üblich war. Dass es in der damaligen Zeit so üblich gewesen ist. Und sie haben ihn mit keinem Buchstaben damit angegriffen, liebe Geschwister, die Qurayshiten. Aber die Kuffar in dieser heutigen Zeit, sie lästern über den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der ein Gesandter Allahs ist. Und Allah Azza wa Jal wird dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam vor diesen Spöttern reichen. Und diese Spötter, sie werden nur ihr Höllenfeuer heißer und heißer machen mit dem, was sie über den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wa sallam gesagt haben. فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا. Dann hat er sich neben ihr hingesetzt. فَأُتِيَ بِعُسِّ لَبَن. Dann wurde ihr eine Schale mit Milch gegeben. فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dann hat der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam davon getrunken, von der Milch. ثُمَّ نَوَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ. Dann hat er ihr diese Tasse gegeben und sie hat sich geschämt und hat ihren Kopf gesenkt. Und das ist Scham. Und das ist eine wunderschöne Eigenschaft, wenn eine Frau Scham besitzt. Aber subhanallah, mit wem reden wir heute? Mit wem reden wir heute? Wo gibt es noch Frauen, die tatsächlich diesen Charme besitzen? Schaut mal, subhanallah, sie ist seine Ehefrau, er sitzt neben ihr und alleine, dass er der Gesandte Allahs ist, ist ja schon ein beruhigendes Gefühl. Und subhanallah, sie schämt sich und senkt ihren Kopf. Qalat Asma, dann sagte Asma zu Aisha radiallahu anha. Sie sagte, خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم. Trink aus der Hand des Gesandten صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت فشربت شيئا. So hat sie diese Schale genommen und daraus getrunken. وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها. وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها. Und es ist von der Sunna, liebe Geschwister, dass man die Hand auf den Vorderkopf von der Frau tut. Auf den Vorderkopf der Frau tut. Du tust die rechte Hand auf den Vorderkopf der Frau und sagst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ إِمْرَأَةً أَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيُسَمِّي اللَّهَ. Wenn jemand von euch eine Frau heiratet oder eine Dienerin aneignet, das bedeutet, sich eine Dienerin holt, eine Haushaltshilfe holt, dann sollte er ihre Stirnlocke nehmen
Das bedeutet den Vorderteil vom Kopf und sagen, وَلْيَدْعُوا بِالْبَرَكَةِ. So sollte man sagen, Allahumma barik. Allahumma barik. وَلْيَكُلْ. Und er soll sagen, Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jalabtaha alayh. O Allah, ich bitte dich um das Gute, natürlich, weil du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Es gibt Leute, die sind äußerlich, religiös oder äußerlich, sehen sie vernünftig aus, aber Allahu a'lam, manchmal steckt in dieser Person wer ein richtiger Shaytan. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَلَبْتَهَا عَلَيْهِ. Und ich suche Zuflucht bei dir, ja Allah, vor dem Übel, der sich in dieser Person befindet. وَيُسْتَحَبُّ لَهُمَا أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنْ مَعًا. Und es ist beliebt für sie, dass sie zusammen zwei Rak'atayn beten. لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ عَنِ السَّلَفِ. Denn dieses wurde über die Salaf so berichtet. Dieses ist nicht vom Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber über die Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum wurde uns das übertragen, dass es von der Sunna ist, wenn ein Mann, bevor er zu seiner Frau eingeht, dass er mit ihr zwei Rak'a betet. Schaut mal, subhanallah, die Hochzeitsnacht ist natürlich etwas Besonderes. Und das ist natürlich auch mit den Gelüsten der beiden Ehepartner verbunden. Aber was macht ein Muslim erstmal? Hä? Er denkt an was? An Allah Azza wa Jal und die Gnaden, die er ihm gegeben hat. Denn diese Ehefrau hat er nur durch wen bekommen? Durch Allah Azza wa Jal. Und daher betet er erstmal mit der Frau, er vorne, sie hinter ihm, und nicht die Frau macht Imam. In der heutigen Zeit, habe ich gehört, gibt es sowas auch. Ja? Eine Frau, die Imam macht. Ja? Nein. Er betet vorne und sie hinter ihm. Und dann beten sie zusammen, wie viel Raka? Zwei Raka. Er braucht jetzt auch nicht übertreiben und Baqarah und Ali Imran lesen. Sondern es geht natürlich an diesem Tag auch darum, dass die Ehepartner sich vergnügen. Aber zwei Raka, wenn es auch leicht ist, so sollen sie vollzogen werden, liebe Geschwister. وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ حِينَ يُجَامِعُهَا. Und er sollte, bevor er bei ihr eingeht, Folgendes sagen. Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. O Allah, halte den Shaytan von uns fern, und auch von dem, womit du uns versorgst. Was meinte er mit dem, womit du uns versorgst? Das Kind. Das Kind. Das heißt, wenn es dann durch diesen Geschlechtsverkehr zu einem Kind kommt, zu einer Schwangerschaft kommt, so halte ja Allah von uns den Shaitan fern und auch von unserem Kind. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, فَإِنْ قُدِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. Denn wenn aus diesem Geschlechtsverkehr, aus dieser Zärtlichkeit, dieser Intimität zwischen den beiden Ehepartnern ein Riss kommt, bedeutet eine Versorgung von Allah azza wa jal kommt, so wird der Shaitan dem Kind nichts anhaben können. Subhanallah. Und die Gelehrten haben viel geschrieben, was bedeutet das, dass er ihm nichts anhaben kann und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, dass du den Dua sagst, während oder bei dem Geschlechtsverkehr, so hält Allah azza wa jal den Shaitan von dir fern, damit er auch nicht bei dem teilnimmt, was du gerade machst. Wie? Der Shaitan kann an Dingen teilnehmen, die ein Bani Adam, ein Mensch macht, natürlich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte uns, wenn wir unsere Wohnung betreten, was sollten wir sagen? Bismillah. Und? Nein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allgemein, auch wenn keiner zu Hause ist, sagt man. Und vor allen Dingen, wenn aber deine Frau auch zu Hause ist, dann sagst du Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Darüber gibt es eine extra Überlieferung. Derjenige, der den Salam sagt, während er, seine Wohnung betritt, so wird Allah azza wa jal Baraka in seinem Haus hereinbringen. Sehen. Na, manche kommen rein.
sagst zu jemandem, alayhi salam, selbst wenn er kein Prophet ist, das ist in Ordnung. Naam, weil du sagst, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, aber wir lassen das für die Propheten, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Wenn du Bismillah sagst, so findet der, wie der Prophet s.a.w. sagte, der Shaitan kein Mabit, keine Unterkunft an diesem Tag. Das heißt, wenn du reinkommst, du sagst Bismillah, der Shaitan prallt gegen deine Tür und geht wieder raus. Er kommt nicht in deinem Haus herein. Wenn du beim Essen sagst Bismillah, so hat er keinen Anteil an deinem Essen. Maukufan, authentisch überliefert. Das heißt nicht vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Was heißt Maukufan? Von einem? Von einem? Direkt von einem? Das heißt nicht vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, dieses stoppt bei den Überlieferern. Du sagst dieses Mitgebet, damit der Shaitan nicht einen Anteil auch am Geschlechtsverkehr hat. Wa yajuzu أن يأتيها في قبلها ويجوز أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء. Und es ist dem Mann erlaubt, zu der Frau Korn in den Boden hereinlegst, was kommt daraus? Ernte. Was auch immer, Ernte. Und was meint Allah Azza wa Jal hier? Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Das heißt, wenn man zu ihr eingeht, geht man zu ihr ein an dem Platz, wo auch Ernte entstehen kann. Wo entsteht Ernte bei der Frau? Das heißt, es kommt was heraus bei ihr? Ein Kind. Das ist das, was Allah Azza wa Jal meint mit dem Saatfeld. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat das speziell darauf eingeschränkt. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Darum kommt zu eurem Saatfeld, wie ihr wollt. Guck mal, subhanallah. Irregehende haben das so verstanden, du kannst zu deiner Frau eingehen, wie du willst. Nein, wir haben das genau erklärt bekommen. Qala Jabir, radiyallahu anhu wa arda, kanat al-Yahudu taku. La. Jabir berichtet vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass dieser sagte, كانت اليهود تقول, die Juden haben immer gesagt, إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول. Die Juden haben immer gesagt, wie der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam berichtet hat, wenn ein Mann zu seiner Frau eingeht, was bedeutet eingeht? Das heißt, verzeiht mir, aber das gehört zur Religion. So wird es auch beschrieben in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Mann darf nur in die Vagina bei einer Frau eingehen. Von welcher Position er das macht, das ist ihm überlassen. Hauptsächlich wo? In die Vagina. Und die Juden haben gesagt, wenn jemand von der Rückseite in die Vagina eingeht, das heißt, der Mann ist hinter der Frau, dann kommt was für ein Kind heraus? Ein schielendes Kind.
Dann sagten sie, kommt ein schielendes Kind heraus. Also kam dann die Ayah herab zu der Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, Nisa'ukum harthun lakum, fa'tu harthakum annashitum. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld, darum kommt zu eurem Saatfeld, wie ihr wollt. Was haben wir gesagt mit Saatfeld? Es gibt nur eine Stelle, wo Saat entsteht. Es gibt nur eine Stelle, wo Saat entsteht. Und dann wird berichtet, liebe Geschwister, فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ. Als die Muhajirun nach Medina kamen, das bedeutet die Sahaba radiallahu anhu, hat ein Mann eine Frau von den Ansar geheiratet. فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَذَا. So wollte er zu der Frau eingehen, nicht in die Vagina, sondern وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, in dem After-Bereich. فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ. So hat sie ihn davon abgehalten, weil sie das nicht mochte. وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ. Sie sagte zu ihm, wir legen uns auf dem Rücken. Das heißt so, dass der Mann gar nicht es vollziehen kann, in den After der Frau hereinzugehen. فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا. Sie sagte zu ihm, فَصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَشْتَنِبِنْ. So vollziehe das auf die korrekte Art und Weise, das heißt nur in die Vagina, andernfalls meide mich. Andernfalls meide mich. حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ. So kam dieses Gespräch zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat davon mitbekommen, dass dieser Mann anders zu der Frau eingehen wollte. So hat Allah azza wa jal diese Ayah herabgesandt. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. So kommt zu diesem Saatfeld, von wo ihr wollt. Von wo ihr wollt. Ay muqbilat, das bedeutet entweder von vorne, wa mudbirat, von hinten, aber in die Vagina, wa mustalqiyat, oder dass die Frauen auf dem Rücken liegen. Yani bidhalik mawdi'ul walad. Das ist der Ort, der Platz, von wo ein Kind herauskommt. Wa yahrumu alayhi an ya'tiyaha fi duburiha. Und es ist verboten für den Mann, dass er in den After der Frau hereingeht. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinatan فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Der Mann, der zu einer menstruierenden Frau eingeht, bedeutet, er hat Geschlechtsverkehr. Das ist natürlich seine Frau, die ist erlaubt für ihn. Aber es gibt Dinge, die sind verboten. Und wir kommen auch gleich dazu, warum die Scharia Grenzen gesetzt hat, liebe Geschwister. Derjenige, der zu seiner menstruierenden Frau eingeht, das heißt, er vollzieht den Geschlechtsverkehr mit ihr, oder er vollzieht den Analverkehr mit ihr, oder er geht zu einem Wahrsager und glaubt ihm mit dem, was dieser Wahrsager sagt, فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ, er glaubt ihm, was er sagt, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, so hat er Kufr begangen, mit dem, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Botschaft gegeben wurde. Das ist natürlich der kleine Kufr, der hier gemeint ist, aber der kleine Kufr ist größer als die gewaltigsten Sünden. Ist größer als die gewaltigsten Sünden. Was hat uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hier beigebracht? Es ist verboten, zu einer menstruierenden Frau einzugehen. Wenn ein Mann jetzt zum Beispiel kein Sabr hat, keine Geduld hat, die Menstruationsphase seiner Frau auszustehen, dann ist es ihm erlaubt, dass er mit ihr Intimitäten hat, außer was? Er darf nicht mit ihr den Geschlechtsverkehr vollziehen. Er darf mit ihr intim sein. Aber außerhalb dessen ist das andere verboten. Und hier gibt es sogar eine Kafara. Derjenige, der walayadu billah zu seiner menstruierenden Frau eingeht, so gibt es verschiedene Überlieferungen, so ist seine Kafara nicht nur, dass er bereuen muss. Es gibt eine Kafara hier, eine Wiedergutmachung. Ohne das wird ihm nicht vergeben.
dass er einen Dinar zahlt und in einer anderen Überlieferung einen halben Dinar. Die Gelehrten haben das zusammengebracht. Sie haben gesagt, ein Dinar ist ungefähr 4,25 Gramm Silber. Das bedeutet umgerechnet zwischen, sagen wir vielleicht in unserer Zeit, zwischen 30 und 50 Euro. Zwischen 30 und 50 Euro. So viel muss er bezahlen, wenn er dieses vollzogen hat. Und die Gelehrten haben diese Überlieferung zusammengebracht, einen Dinar oder einen halben Dinar. Sie haben gesagt, wenn er das in den ersten Tagen macht, wo das Blut noch sehr stark fließt, dann zahlt er einen Dinar. Aber wenn das so am Ende war, dann ist das ein halber Dinar. Und A'udhu Billah, nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, ich zahle den Fufi. Weil manche Leute haben ein krankes Herz. Wallah al-Azim, wir haben alles erlebt. Wir haben alles erlebt. Sondern du hältst dich fern von, du darfst ja Intimität mit ihr haben. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar gemacht, als er intim war mit seinen Frauen? Aisha radiallahu anha sagte, wir Ehefrauen haben uns sozusagen ein Tuch um unser Schambereich herum gemacht und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mit uns intim. Das ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Aber was der Mann in keinem Fall machen darf, und das kommt dem Kuffer gleich, wenn es auch der kleine Kuffer ist, dass er bei der Frau eingeht, während sie menstruierend ist, oder dass er Analverkehr mit ihr vollzieht. Subhanallah, ich erinnere mich, einer kam einmal zu unserem Gelehrten, und das ist ein großer Gelehrter, Subhanallah, guck mal, was für kranke Leute es gibt. Er sagte zu ihm, ja Sheikh, was ist erlaubt mit meiner Frau, wenn sie menstruieren? Der Sheikh hat ihm gesagt, außer dass du mit ihr in der Menstruationszeit den Geschlechtsverkehr vollziehst, ist dir alles erlaubt. Was hat diese Person dann verbreitet? Der Sheikh hat ihm erlaubt, den Analverkehr zu vollziehen. Schaut mal, dieses Kranke. Hat der Sheikh ihm das erlaubt? Weil natürlich der Sheikh, er kommt doch gar nicht darauf, weil er hat über was gefragt, dieser Mann? Über eine menstruierende Frau. Das heißt, das andere Thema hat der Sheikh ganz weggelassen. Weil es versteht sich auch eigentlich für einen gesunden Menschen, denn bei Allah, das ist ein Fa'l, eine Handlung, eine Tat der Tiere. Verzeiht. Subhanallah, Allah gibt dir eine Frau, die rein ist für dich, die halal ist für dich. Und du findest keinen schmutzigeren Ort als ihr After und gehst dann bei ihr da hinein. Und Allah hat dir diese Frau erlaubt. Das ist, warum, woher kommt so etwas? Dieses, liebe Geschwister, ist durch die Krankheit und die Nachahmung der Kuffar gekommen. Weil die Leute, wal'iyadu billah, sich diese schmutzigen Filme angucken und auf den Seiten gehen und die Handlungsweisen der Kuffar sehen, also haben sie ihnen dieses nachgemacht. Diese Handlungsweise ist niemals mit dem Islam vereinbar. Denn der Islam ist mit der Reinheit gekommen. Und subhanallah, wenn wir keine Grenzen setzen beim Geschlechtsverkehr, so wie es die Scharia gemacht hat, was wird passieren? Die Leute werden ohne Grenzen alles machen. Jetzt vor ein paar Tagen standen ein Ehepaar vor Gericht in Belgien oder in Brüssel, ich weiß jetzt nicht. Alhamdulillah. Es gibt Leute, die sind noch wach. Warum haben die Leute gelacht? Ja? Sehr gut. Seht ihr, nicht alles auf Tschüss. Die standen vor Gericht, wisst ihr warum? Ein Mann und eine Ehefrau haben Zina mit einem Hund gemacht. Aber woher kommt das, wenn man keine Grenzen hat? Wallahi, die Tiere werden ein Vorbild für dich werden. Und ich hoffe, man versteht meine Wörter. Mit einem Hund den Geschlechtsverkehr vollzogen. Weil diesen Leuten ihre Fantasien werden erregt. Durch was werden ihre Fantasien? Einer, der natürlich lebt, der hat diese Fantasien nicht. Wodurch werden diese Fantasien erregt? Durch? Zum Beispiel? Beispiele wie Filme und sonstiges, was die Leute sich anschauen. Und dadurch verlangen sie immer mehr und mehr und mehr. Wallah, ich habe eine Geschichte gehört von einer Schwester. Ich traue mich nicht einmal, diese auszusagen. Und ich werde das auch nicht mehr. So was Krankes, Perverses hast du niemals dir in deinen kühnsten Träumen vorstellen können. Das Übelste, was ich in meiner Dawa-Zeit gehört habe, und ich habe schon
einiges gehört. Aber woher kommt so etwas? Genau, weil sie den Kuffar nachmachen, liebe Geschwister. Schaut mal, der Sheikh sagt zu ihm, du darfst, außer dass du bei der menstruierenden Frau eingehst, alles tun. Worauf kommt er gleich? Der denkt gleich, der Analverkehr ist erlaubt. Und das sind die kranken Herzen, die suchen sich aus, was sie wollen. Die suchen sich aus, was sie wollen. Liebe Geschwister, diese Scharia hat Grenzen gesetzt. Wenn diese Grenzen einmal fallen, wallahi, dann fällt auch der Mensch mit diesen Grenzen. Weil diese Grenzen verschonen uns, wie zu leben, wie Tier. Aber wenn diese Grenzen, walayadu billah, einmal durchbrochen werden, dann siehst du, dass die Tiere selber ein besseres Verhalten haben als die Menschen. Du hast deine Frau, du darfst sie küssen, du darfst mit ihr den Geschlechtsverkehr haben, du darfst mit ihr Spaß haben. Keiner hat dir das verboten. Hat die Scharia das verboten? Niemals. Aber was hat sie verboten? Das Abscheuliche, das Widerwärtige. Und es gibt viele von unseren Jugendlichen, deswegen traue ich mich das auch zu sagen, das ist ganz normal, dass sie den Analverkehr vollziehen, weil er ja so will. Und ich sage zu euch, oh ihr Jugendliche, fürchtet Allah Azza wa Jal, der euch einen gesunden Verstand gegeben hat, der euch reine Herzen gegeben hat. Das habt ihr alles ursprünglich bekommen. So werdet nicht wie Tiere, die Allah Azza wa Jal zu Tieren erschaffen hat, weil er ihnen keinen Verstand gegeben hat. Ihr habt einen Verstand bekommen. Sollt ihr die Situation von Tieren haben, die keinen Verstand bekommen? Und daher, diese Handlungsweise ist zu unterlassen. Und wer das in der Vergangenheit gemacht hat, der soll dafür bereuen. Denn dieses ist eine große Sünde, wie wir gehört haben, liebe Geschwister. Man atta ha'idan, au imra'atan, fi duburiha, au kahinan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Derjenige, der zu einer menstruierenden Frau hereingeht oder eine Frau im Analverkehr mit einer Frau Analverkehr oder zu einem Wahrsager geht und ihm glaubt, der hat verleugnet, womit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. Das ist eine große, eine schwere Androhung. In einer anderen Überlieferung, mal'un, er ist verflucht bei Allah, der den Analverkehr mit seiner Frau vollzieht. A'udhu billah, es gibt Leute, die nennen sich Schuyuch und die sagen, es gibt kein klares Verbot über den Analverkehr. Yani wenn Mal'un verflucht, kein Hinweis darauf ist. Was ist ein Hinweis für sie? Was ist ein Hinweis für sie? Alleine aus der Aya, Nisa'ukum harthun lakum, fa'tu harthakum anna shi'tum. Eure Frauen sind euch ein Sargfell. Wird das aus der Aya klar? Natürlich. Weil Allah Azza wa Jal nur die Stelle nennt, was erlaubt ist, wo auch was entsteht, ein Kind entsteht. Alleine die Aya ist klar für Leute, die Verstand haben. Aber Leute, die keinen Verstand haben, sie nehmen den Endteil der Aya. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ. So kommt zu eurem Saatfeld, wie ihr wollt. Was ist das Saatfeld? Das ist doch ein Korn, der eingepflanzt wird in den Boden, damit daraus etwas entsteht. Und so seht ihr, diese Leute, die nur ihren Gelüsten folgen wollen, sagt man, Abul Bara, es gab doch einige Gelehrte, die den Analverkehr verboten erlaubt haben. Richtig. Ist das richtig, was sie gesagt haben? Sie sind gegen Koran vorgegangen, gegen Sunna vorgegangen und gegen den Ijma. Es gibt Ijma aller muslimischen Gelehrten, dass es verboten ist. Ein Gelehrter kann auch was machen? Fehler machen. Und hier siehst du diese üblen Herzen, die suchen die Fehler der Gelehrten und wollen dann praktisch Religion daraus machen. Er weiß, der Krankheit im Herzen hat, dass diese Gelehrten nicht die Wahrheit gesagt haben. Was heißt nicht die Wahrheit gesagt haben? Es kann manchmal sein, dass ein Gelehrter Überlieferung nicht kannte. Wisst ihr, dass es in der damaligen Zeit Gelehrte gab? Man hat ihnen zwei Ayat aus dem Koran vorgelesen, die haben gesagt, diese Ayat stehen nicht im Koran. Sie stehen nicht im Koran. Aber haben sie das als Leugnung gemacht? Nein. Ich meine, jetzt, wir haben alles hier so wie in den Büchern und alles drum dran. Damals gab es nicht so zigtausend Bücher. Die haben gesagt, das steht nicht im Koran. Andere Gelehrte, die haben gesagt, von Sahaba radiallahu anhu,
Die haben gesagt, es ist erlaubt für uns Alkohol zu trinken, weil sie eine Ayah falsch verstanden haben. Das heißt doch nicht, dass wenn jemand etwas falsch versteht, dass wir gegen die gesamte muslimische Umma vorgehen und sagen, da ist ein Gelehrter, den habe ich gefunden. Weil manche Leute suchen genau nach den Fehlern der Gelehrten. Und die Gelehrten sind was? Was sind sie bei Allah? Entschuldigt. Warum? Weil sie handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Sie wissen nicht alles. Ein Gelehrter könnte manchmal einen gravierenden Fehler machen. Manche Gelehrte haben gesagt, es gibt keinen Mahdi. Es kommt kein Mahdi. Und große Gelehrte, weil sie die Überlieferung diesbezüglich nicht als authentisch gesehen haben. Und es gibt so klare, authentische Überlieferungen über den Mahdi. Subhanallah, deswegen, für uns ist das Entscheidende immer Koran und Sunna. Deswegen sagt niemals, dass dieses eine erlaubte Handlung ist. Dieses ist klar verboten, liebe Geschwister, dass man dieses nicht machen darf. Wir haben gesagt, wenn eine Frau menstruierend ist, ein Mann kann mit ihr intim sein, mit der Maßgabe, dass er nicht mit ihr den Geschlechtsverkehr vollzieht. Vollzieht er den Geschlechtsverkehr, so hat er was begangen? Eine große Sünde, von den großen Sünden. Er hat kleinen Kuffer begangen und er muss was leisten? Ja, eine Kaffara. Wie viel? Ein Dinar, wenn das in der Anfangszeit ist. Und einen halben Dinar, wenn das in der Endzeit der Menstruation war. Dann muss er dieses als Kaffara geben, als Wiedergutmachung wieder bezahlen. Dieses mit der Kaffara, das ist nicht vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber es wurde authentisch von Ibn Abbas radiallahu an überliefert, die Geschwister, so dass die Gelehrten dieses auch akzeptiert haben, diese Überlieferung, diesen Affar. Daher muss man das wieder gut machen. Natürlich, den Analverkehr, den hat die Religion verboten. Absolut verboten. Absolut verboten. Bleibt der Oralverkehr. Der Oralverkehr selber, da haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten. Einige unter den Gelehrten haben das mit Schidda verboten, mit Strenge verboten. Und andere haben dieses erlaubt. Und manche haben gesagt, das ist Makruh. Die Ansicht derjenigen, die das verboten haben, sie haben keine klaren Beweistexte. Sie haben keine klaren Beweistexte. Allah Azza wa Jalla sagt, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Und diejenigen, die ihre Geschlechtsteile bewahren, außer gegenüber ihren Ehefrauen und ihren Sklavinnen, so sind sie darin nicht zu tadeln. Die Gelehrten haben gesagt, diese Ayah ist ein klarer Beweis, dass ein Mann seine Ehefrau genießen kann mit allem, außer das, was die Scharia klar verboten. Wir reden jetzt nur über den Hukum. Das heißt nicht, dass man das machen sollte. Bitte passt auf. Es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied. Manchmal könnte eine Sache im Islam erlaubt sein. Aber trotzdem machst du sie nicht. Warum? Wer sagt mir warum? Warum machst du das nicht? Und dieses erlaubt hier, natürlich, ich habe euch gesagt, es gibt Meinungsverschiedenheiten. Aber warum macht ein Muslim das zum Beispiel nicht? Warum? Es gab Gelehrte, sie haben gesagt, dieser Mund ist nur da, um Dhikr zu machen, um Gutes zu tun. Und nicht etwas anderes mit diesem Mund zu machen. Was noch? Vielleicht aus Scham? Aus Scham? Nein. Weil es auch keinen klaren Beweis dazu gibt, dass eventuell zum Ora sogar gehört. Gut, wenn wir auch davon ausgehen, dass es erlaubt ist, hä? Was gibt es noch? Na. Es ist einfach nicht zu riskieren. Oder richtig, Weise. Dass man nicht dadurch wo fällt in den Haupt. Weil, wenn man sich selber auch, was haben wir gesagt, keine Grenzen setzt, dann Allahu alam, wo man zum Schluss landen wird. Deswegen, dass manche Gelehrte das erlaubt haben, heißt nicht, dass sie dazu aufgerufen haben. Bitte versteht das. Dass sie dazu aufgerufen haben. Und wer sich am besten reinhalten will, so soll er das unterlassen. Aber wer das tut, so kann man ihm nicht sagen, dass er sündig war. Wallahu ta'ala ala wa alam. Aber natürlich, alles, was damit verbunden ist und mit Grenzen behaftet ist, liebe Geschwister.
Und es gibt Ehepartner, wenn sie miteinander Beischlaf haben, dann reden sie Wörter, um sich vielleicht zu animieren, um vielleicht sich anzuregen. Diese Wörter, manche Gelehrte sehen das als Makruh und manche Gelehrte sehen das als erlaubt. Aber von denen, die das verboten haben, kenne ich niemanden. Wallahu ta'ala ala wa'an. Denn es ist auch wichtig, dass jemand, auch wenn er jung ist und heiraten wird, auch natürlich die Grenzen kennt, die Allah azawajal ihm gesetzt hat. Und wenn es Grenzen gibt, dann machen wir hier Stopp. Aber wenn eine Sache erlaubt ist, so hat der Islam dich nicht daran gehindert, diese Sache zu vollziehen. Guck mal, der Prophet, obwohl seine Frauen menstruierend waren, war er intim mit ihnen? Er war intim mit ihnen. Sogar als seine Frauen fastend waren und er war fastend, war er intim mit ihnen. Wie intim? In einer Überlieferung heißt es, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er küsste seine Ehefrau. Ist Intimität oder nicht? Er küsste seine Ehefrau und dieses ist natürlich nur in dem Fall erlaubt, weil Aisha radiallahu anha sagte am Ende des Hadithes, er küsste seine Ehefrauen und yubashiruhun, er hat sie sogar, yani Haut an Haut hat sich berührt bei ihnen, aber er war auch derjenige, der sich am meisten unter Kontrolle hat. Unter Kontrolle hat. Das heißt, schön, dass wir mal darüber geredet haben. Das heißt, das Thema lieber unterlassen. Weil wenn man ein Hormon mit zwei Füßen ist und neu geheiratet hat, dann besteht die Gefahr, dass man in den Haram fällt. Und daher, der Prophet sallam, hat sich unter Kontrolle gehabt. Bei manchen, wenn sie nur einen Kuss geben, die drehen durch. Und andere, Alhamdulillah, die sind schon über 40, über 50 und das wirkt bei ihnen nicht mehr. Wie geht's dir, Mutter? Ich denke, wir machen erstmal bis hier, inshallah ta'ala, dass wir Zeit haben, die Fragen zu beantworten. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Liebe Geschwister, die Unterrichte, die wir jetzt am Wochentag machen, Montag, Dienstag, Mittwoch und auch am Samstag, werden im Ramadan ausfallen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch diesen Samstag, inshallah ta'ala, Unterricht. Und dann gibt es ab Ramadan, wann ist Ramadan? Wir haben gehört, der 16. Seid ihr dabei? 16. Manche auch 15. Auch 15. Allah. Unter den Rechnenden, die haben Ikhtilaf, Allahu Akbar. Dann schreibt er ihre Rechnung nicht mehr über ihn. Auf jeden Fall. Wenn Ramadan beginnt, das heißt, ab nächster Woche haben wir keine Unterrichte mehr in der Zeit von Ramadan. Diese Zeit nehme ich mir immer, weil wir wollen uns in dieser Zeit hauptsächlich mit was beschäftigen, mit dem Koran. Es kann sein, dass wir im Ramadan jeden Tag nach dem Asr-Gebet eine Sura inshallah erlernen, wie wir das jedes Jahr machen, aber es werde ich noch bekannt geben, bi idhnillah ta'ala. Barak wa fikum wa jazakum allah khairan. Subhanallah wa bihamdi. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Okay. Wer Fragen hat, bitte in der Tale erstmal zum Thema kann sie stellen, inshallah ta'ala. Tafadhal. Du erwähntest das Thema Analverkehr in der heutigen Zeit auch bei den Jugendlichen. Das war auch schon früher in meiner Schulzeit so, dass sie über dieses Thema geredet haben. Und sie haben gesagt, dass sie lieber Analverkehr machen, als Zina zu begehen. Was ist das Urteil in diesem Fall? Wie ist das Urteil von einer Person, der sagt, lieber begehe ich Analverkehr als Zina, der Ärmste weiß nicht, dass Analverkehr Zina ist. Der Ärmste weiß nicht, dass Analverkehr Zina ist. Das Volk von Lot, haben sie Sinner gemacht oder nicht? Ja. Sollen wir weiter reden? Möge Allah so schön uns bekommen. Nein. Na, tafadda. Bruder, es ist so, gibt es viele Muslime, die reden über das Thema sehr vulgär. Kannst du uns einen Rat geben, wie wir den Leuten sagen, dass sie da nicht auf diese billige und vulgäre Art drüber reden? Nein. Was kann man Leuten sagen, die über Themen, die mit Intimität zu tun haben, dass sie sehr vulgär darüber reden. Schaut mal, liebe Geschwister, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, diese reine Religion hat uns Anstand beigebracht.
Ich habe euch ja erwähnt, wie hat Allah Azzawajal diese Gegebenheit beschrieben? Subhanallah. Er sagte, Nisa'ukum harthu lakum, fa'tu harthakum anna shi'tum. Eure Ehefrauen sind euch ein Saatfeld. Hätte Allah andere Ausdrücke nutzen können? Natürlich. Aber er sagte, es ist euch ein Saatfeld. Das zeigt diese Ausdrucksweise von Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, wie schamhaft er über dieses Thema gesprochen hat. Das bedeutet, liebe Geschwister, dass ein Muslim immer sein Herz reinhält. Er gehört nicht zu den Leuten, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, der obszöne Wörter spricht. Der obszöne Wörter spricht. Dieses ist von den Eigenschaften derjenigen, die wir nicht lieben. Die obszöne Wörter sprechen, die Fluchen dauern und so weiter und so fort. Das sind Eigenschaften der Leute, die wir nicht lieben. Daher sollte ein Muslim immer mit Anstand und mit Respekt reden. Es ist kein Problem. Schaut mal, wir haben auch zu diesem Thema Stellung genommen. Natürlich ist das Scham. Ich sage das ganz ehrlich. Das ist etwas schwer, über das Thema zu reden. Aber dennoch müssen wir das auch den Geschwistern beibringen. Weil wenn sie das nicht wissen, dann schaut zu Tana mal, was heutzutage alles vollzogen wird an üblen Taten. Möge Allah Azzawajal unsere Herzen und unsere Zungen bewahren. Wenn der Mann und die Frau Geschlechtsverkehr vollzogen haben und danach kommt bei der Frau die Periode, ist er verpflichtet, das Geld zu zahlen, wenn er es davor nicht wusste? Ein Mann und eine Frau vollziehen den Geschlechtsverkehr, unmittelbar danach kommt die Periode bei der Frau. Nein, hier müssen sie gar nichts tun. Selbst eine Frau, die dachte, dass sie rein geworden ist. Und nach ein paar Stunden kommt das Blut. Weil manchmal kann es sein, dass das Blut stoppt und es kommt danach noch einmal wieder. So hat er hier nichts zu tun. Warum? Weil die Sache war nicht absichtlich, freiwillig, sondern sie war aus Versehen. Und dafür, bi'idhnillah ta'ala, wird man nicht bestraft. Tafaddal. Es wird gefragt, wie und an wen gibt man die Wiedergutmachung, von der gesprochen wurde? As-Sadaqa, das gibt man als Sadaqa. Nein, das gibt man als Sadaqa, Muslimen, armen Muslimen und so weiter und so fort. Wallahu ta'ala ala wa a'la. Wie lautet das Urteil, wenn ein verheirateter Mann oder verheiratete Frau mit einer fremden Schwester oder fremden Bruder geschrieben hat, welche Sühne muss die verheiratete Person leisten? Die muss keine Sühne leisten, aber die hat ihren Mann verraten. Der hat ihren Mann verraten. Oder er hat seine Frau verraten. Es gibt doch einen Bund zwischen Mann und Frau. Warum schreibt der Mensch fremden Frauen? Jetzt unnötig. Warum? Und warum schreibt sie mit fremden Männern? Unnötig. Subhanallah, ein Bruder hat mir erzählt. Er kam einmal nach Hause und hat seine Frau dabei gesehen, dass sie zu einem fremden Mann geschrieben hat, ich liebe dich. Sagt man, ja, bei euch ist alles verboten? Nein. Wir haben nur welche Türen geschlossen? Die Türen der Fitna und von Shaitan. Und dadurch kommt es dann auch nicht zu dem Übel, den wir heutzutage sehen. Das ist normal. Ich meine, ist das normal, dass heute verheiratete Männer ihr Unwesen draußen treiben? Ja oder nein? Ja oder nein? Natürlich. Wie kommt das zustande? Weil er Allah fürchtet und treu ist zu seiner Frau? Nein, im Gegenteil. Dieser kennt weder Allah noch den Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Hier gibt es keine Wiedergutmachung, aber man muss bei Allah Azzawajal bereuen. Ist es erlaubt für Frauen Gold zu tragen? Natürlich, das ist ein Ijma der Ummah. Die Überlieferung bei Ibn Majah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte, die Seide für die Männer in meiner Ummah ist verboten. Er sagte, das Gold für die Männer in meiner Ummah ist verboten, aber nicht für die Frau. Und das ist Ijma der Ummah, das heißt, alle muslimischen Gelehrten haben diesbezüglich einen Ijma. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht gemocht, dass Frauen Gold getragen haben? Was Allah erlaubt, so ist das erlaubt. Na, aber eine Frau, wenn sie Gold trägt, wie sollte sie das Gold oder wo sollte sie das Gold nicht tragen? Ha? In der Öffentlichkeit vor den Männern. Das heißt, das ist etwas, was nur ihr Ehemann sehen darf. Und daher ist die Sache so, wallahu ta'ala ala wa Ah. Im Übrigen, die Frauen vom Propheten sallam, waren alhamdulillah die bescheidensten Frauen. Möge Allah azzawajal sie in das höchste Paradies haben. Zum Thema? Okay. Ein Bruder fragt, muss meine Frau den Raum verlassen, wenn mein Schwager und meine Schwester zum Besuch kommen?
Muss meine Frau den Raum verlassen, wenn mein Schwager und meine Schwester zu Besuch kommen? Besser ist es. Besser ist es, dass die Männer alleine sitzen und die Frauen alleine sitzen, aufgrund der Fitna. Na? Und das passiert heute in den Haushalten. Sie sitzen alle zusammen. Erstmal, sind sie überhaupt islamisch angezogen? Bei Allah, alles andere außer Islam. Das heißt, man hat hier schon eine Möglichkeit der Fitna geboten. Jetzt die Frau, die sieht den anderen Mann, also nicht ihren Mann, sondern den anderen Mann, der scherzt und lacht und dies und die sagt sich, ja, ich habe so einen langweiligen Mann. Guck mal, subhanallah, durch das Zusammensitzen, was ist ihr in ihrem Kopf gekommen? Eine Fitna. Er selber, er guckt auf die andere Frau, nicht auf seine Frau. Er sagt, oh, die wiegt ja 70 Kilo weniger als meine. Was habe ich nur falsch gemacht? Kommt sofort eine Fitna. Und daher, die Geschwister, die Männer gehen in ihrem Raum und die Frauen gehen in ihrem Raum. Und jeder hat seine Freiheit. Nur Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sowieso auch, es ist meistens so, dass wenn Männer im Raum von Frauen sind, die verstellen sich hundertprozentig. Vorher hat er so piepsig geredet, auf einmal sagt er, und wo steht die Mensch? Auf einmal ist seine Stimme männlich. Ja, vorher hat er gesagt, der sitzt anders, der redet anders, der gibt sich anders. Und das alleine reicht, dass er hier bewirkt wurde von der Na, Allah Ta'ala Alam. Es wird gefragt, ob man im Monat Ramadan, wenn man den Koran komplett lesen möchte, von den kleinen Surah anfangen kann oder sollte man zuerst halt Al-Fatiha, Surah Al-Baqarah und so weiter lesen? Von wo sollte man den Koran anfangen zu lesen im Ramadan? Dafür gibt es keine Richtlinien. Man sollte sich hauptsächlich mit dem Koran beschäftigen. Na? Es ist auch keine Pflicht, den Koran durchzulesen. Aber natürlich ist das gut, wenn man das machen kann. Aber wichtiger als ihn durchzulesen ist, dass man darüber nachdenkt und nach ihm handelt. Das ist wichtiger als das Durchlesen. Wallahi, wie viele lesen den Koran durch? Aber subhanallah, sie handeln nicht nach dem, was dieser Koran sagt. Allah azza wa jalla sagt in Surat Muhammad, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Studieren sie etwa nicht den Koran? أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا Oder sind etwa über ihre Herzen Schlösser angelegt, weil sie nicht verstehen, was dieser Koran und sie beschäftigen sich nicht mit dem Koran. Viel wichtiger ist, dass man sich lieber mit dem Koran dass man sich wichtige Sachen durchliest, darüber nachdenkt und sie praktiziert. Natürlich angefangen mit dem Tawhid. Allahu ta'ala ala wahad. Tfadl. Es wird gefragt, wie viele Frauen hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam und muss man seine Frau fragen oder darf man einfach so weitere Frauen nehmen und was ist, wenn die eigene Mutter nicht will, dass man mehrere Frauen hat? Wallah, der hat seine Fragen sehr gut aufgebaut. Schaut mal, wie viele Frauen hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Guck mal, er hat angefangen mit der Sunna, ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte wie viele Frauen gehabt? 9, aber erstmal waren es wie viele? 11. Und zum Schluss waren es 9 gewesen. So, jetzt seine zweite Frage, der Schlaube. Muss man seine Frau fragen? Musst du nicht. Aber du wirst in nächster Zeit alleine schlafen. Und das Essen schmeckt etwas glitschiger als vorher. Kannst dir das aussuchen? Und manchmal wird das Schloss gewechselt von der Tür. Das kann alles passieren. Es ist nicht verpflichtend nach der Scharia, dass man seine Frau informieren muss über eine zweite, die man geheiratet hat. Aber die Gelehrten empfehlen das in jedem Fall. Warum? Weil was sonst entstehen kann. Fitna zwischen den beiden. Und manchmal verliert man sogar beide Familien und das sollte man nicht tun. Wenn einer eine zweite Frau heiraten möchte, gibt es 2 Bedingungen. Die erste Bedingung ist, dass er erstmal finanziell in der Lage ist. Finanziell in der Lage, Habibi heißt nicht Jobcenter, ja? Dass du ihren Antrag mitbringst und sagst, füll den aus, ich versorge dich. Das heißt, dass du sie auch versorgen kannst. Nummer 1. Die zweite Bedingung ist, dass du gerecht bist. Das heißt, dass du mit Adel zwischen deinen beiden Ehefrauen handelst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Überlieferung hat Ibn Hajar al-Asqalani als authentisch klassifiziert, derjenige, der ungerecht war zu seiner Frau hier in dieser Dunya, wird Yawmul Qiyamah mit einer schiefen Hälfte vor Allah azza wa jalla stehen. Mit einer schiefen Hälfte vor Allah azza wa jalla stehen. Deswegen sollte man dieses nicht riskieren. Na? Und wenn man eine heiraten möchte und die Frau
Alhamdulillah, sie zeigt Bereitschaft, dass sie dieses auch akzeptieren kann für sich. Dann Alhamdulillah, mach ihr Geschenke, sprich Gutes zu ihr, versuch sie zu motivieren, bi'idhnillah ta'ala, so dass sie auch eine zweite ohne größere Schlägereien akzeptiert. Na. Und die dritte Frage war? Davon was? Und was ist, wenn die eigene Mutter nicht will, dass man mehrere... Wenn die eigene Mutter nicht will, schau mal, natürlich bei uns ist das auch davon abhängig von den Gebieten. Es gibt Gebiete, da kennt man nicht die Mehrheit. Zum Beispiel, wenn du in bestimmten Gebieten lebst, ist das mit der Mehrehe eine sehr selbstverständliche Sache, zum Beispiel in Somalia. Somalia ist das ganz normal, dass jemand eine Mehrehe führt. Oder in Saudi-Arabien. Oder in Khalij. Da ist das ganz normal. Aber es gibt andere Gegenden, da sagt dir die Ehefrau, lieber nimmst du dir eine Freundin, als dass du die Zweitehe oder Mehrehe vollziehst. Wie in Tunesien zum Beispiel. In Tunesien ist es verboten per Gesetz, dass du eine zweite Frau heiratest, du kommst dafür ins Gefängnis. Besser, du hast also eine Freundin, als dass du eine zweite heiratest. Wir reden hier von einem islamischen Land. Deswegen, es kommt darauf an, wenn deine Mutter zum Beispiel in diesem Land aufgewachsen ist, dann denkt sie, das ist richtig, was diese Verbrecher sagen. Möge Allah Azza wa Jalla ihnen die gerechte Strafe geben, dass sie die Scharia Allahs Azza wa Jalla ändern. Aber du solltest versuchen, auch mit deiner Mutter zu reden. Natürlich, die Mütter, die sagen manchmal eine Sache und später sagen sie etwas anderes. Deswegen versuche, inshallah ta'ala, mit Güte und mit Freundlichkeit deine Mutter zu überzeugen. Was soll derjenige machen, der in einem stillen Gemeinschaftsgebet eine Säule im Gebet vergisst, wie zum Beispiel die Al-Fatiha? Eine Person, der in einem Gebet, was nicht laut rezitiert wird, die Surat Al-Fatiha vergisst, was soll er machen? Er macht aus die eine Rak'a, die er sozusagen nicht hat, selbst wenn er eine, zum Beispiel er hat in der ersten Rak'a, hat er zum Beispiel vergessen, Surat Al-Fatiha zu rezitieren. Okay? Und in der zweiten Rak'a fällt ihm das ein. So ist seine zweite Rak'a jetzt was? Seine erste Rak'a. Okay? Seine zweite Rak'a wird damit zur ersten Rak'a, weil diese Rak'a, die er auch gänzlich, also durchgebetet hat, aber ohne Al-Fatiha, zählt nicht als Rak'a. Die zählt nicht als Rak'a. Also muss er dann seine zweite Rak'a zur ersten machen und so weiter fortfolgend oft. Nein. Auch im Gemeinschaftsgebet? Im Gemeinschaftsgebet ist es so, wenn jetzt zum Beispiel ein Imam vorbetet und der hat die Al-Fatiha zum Beispiel rezitiert, du betest hinter ihm, dein Gebet ist gültig. Nein, wenn du das auch nicht schaffst. Wenn du das auch nicht schaffst. Auch in einem stillen Gemeinschaftsgebet. Du musst sie rezitieren. Aber wenn du es jetzt nicht schaffst, natürlich ist das eine Säule. Wenn du das nicht schaffst, dann übernimmt der Imam. Jetzt zum Beispiel auch eine Person. Er kommt herein in die Moschee. Okay, der Imam hat schon die Al-Fatiha rezitiert. Jetzt kommst du herein und erreichst noch den Rukur. Ist deine Rak'a gültig? Hast du die Fatiha rezitiert? Nicht, ne? Okay. Nein. Wallahu ta'ala ala wa ala. Es gibt einen Bruder, der an einer bakteriellen Infektion erkrankt ist. Darf er als Medikament auch Alkohol benutzen, um diese Infektion zu behandeln? Darf eine Person, der einen Infekt hat, dieses mit Alkohol behandeln oder nicht? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, Allah azza wa jal hat nichts für diese Umma bestimmt an Medikament, was verboten ist, für sie. Ist der Alkohol verboten für die Umma? Ja. Nein. Also kann er demzufolge was nicht sein, ein Medikament. Was heißt aber jetzt Alkohol? Wenn in einer Flasche zum Beispiel ein geringer Anteil an Alkohol ist, so sehen wir das nicht als Alkohol, weil dieser Anteil nicht der wirkliche, tatsächliche Alkohol ist, wie man ihn kennt. Aber jetzt jemand nimmt zum Beispiel Alkohol, okay, und er trinkt ihn und sagt, damit werde ich dieses und jenes an Gesundheit bekommen. Das darf er nicht machen. Warum? Weil dieses ist verboten worden für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen darf er sich nicht mit dieser Umma behandeln. Deswegen darf er sich auch nicht mit diesem Medikament behandeln. Wallahu ta'ala ala wa'ala.
Und Alhamdulillah Rabbil Alamin, heutzutage gibt es so viele Generika, Generika und Ersatzprodukte. Das heißt, man kann darauf zurückgreifen und sich damit behandeln lassen, wie in der Tat. Außer natürlich im Falle der Notwendigkeit, wenn es kein Medikament gibt, außer zum Beispiel mit Gelatine oder Dinge, die normalerweise für uns verboten sind. Und es gibt absolut keine anderen Medikamente und das ist wirklich ein erfolgreiches Medikament, weil das auch erprobt wurde. Hier in diesem Falle hebt die Notwendigkeit den Haram auf. Das ist aber nur in diesem Falle. Wallahu ta'ala ala wa. Ein Bruder fragt, ein Muslim hat ein Schaf geschlachtet, welches davor elektrisch betäubt wurde, aber zu diesem Zeitpunkt wusste der Muslim nicht, ob das Tier dadurch stirbt oder nicht. Erst später erfährt er, dass es nur eine Betäubung ist. Ist das Fleisch halal? Nein. Ist das Fleisch halal von einem Tier, welches zuvor betäubt wurde, zu essen, wenn man es im anschließenden islamisch geschlachtet hat? Ihr solltet eine Sache wissen, liebe Geschwister. Die Behörden haben natürlich hier auferlegt in Deutschland als Gesetz, dass man nur mit diesem Elektroschock sozusagen das Tier tötet. Was denkt ihr? Haben sie einen Wert für sich genommen, der normalerweise ein Tier tötet? Natürlich. Weil das ihre bevorzugte Schlachtmethode ist. Das heißt, sie haben sich Werte ausgedacht oder beziehungsweise Werte genommen, die normalerweise ein Tier töten, ja oder nein? Natürlich. Weil bei ihnen ist das ja nicht gang und gäbe, dass du danach noch schlachtest. Nach der Scharia, wenn ein Tier betäubt wurde oder beziehungsweise mit dem, wie heißt das? Elektroschock. Mit dem Elektroschock behandelt wurde und es bleibt noch am Leben, so ist das nach der Scharia erlaubt, wenn man es geschlachtet hat, zu essen. Nur die Frage ist, ist das Tier noch am Leben oder nicht? Und ich habe euch gesagt, welche Werte nehmen Sie, die normalerweise ein Tier töten? Und das ist klar. Wir haben, glaube ich, uns auch ein bisschen schlau gemacht. Das heißt, wir haben uns ein bisschen die Werte angeguckt, die normalerweise üblich sind, damit ein Tier behandelt wird. Und das sind Werte, die reichen aus, um ein Tier zu töten. Na, und daher, wenn man nicht weiß, ob das Tier tot war oder nicht, dann darf man das nicht essen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Die letzte Frage. Es wird gefragt, mein Onkel von mir arbeitet in einer Firma, welches Shisha und so weiter verkauft, aber er arbeitet nur im Büro. Darf ich bei ihm arbeiten und Geld verdienen oder ist dies haram? Sie will dort nur putzen. Eine Person putzt in einem Shisha-Café, ist diese Arbeit erlaubt? Diese Person sollte dort nicht arbeiten. Denn wisset, dass jede Sache, durch die man haram Geld verdient, das heißt Geld im Verbotenen verdient, diese Sache liebt Allah Azza wa Jal nicht. Und diese Sache, ich meine, wovon wird denn sein Geld, wovon wird seine Arbeit bezahlt? Von dem, was an haram verkauft wurde. Und ohne Zweifel ist die Shisha haram. Die Shisha ist schlimmer als die Zigarette. Und die muslimischen Gelehrten haben ein Ijma, dass das Zigarettenrauchen verboten ist. Außer es gibt heute noch Leute, die sich selbst betrügen und gern ein Spiel mit den Shaitan spielen, die sagen, ja, das macht doch nicht, das führt nicht zum Tode oder schadet doch nicht richtig Zigarettenrauchen. Und die Kuffar, die selber das größte Interesse haben an Zigaretten, was schreiben sie? Ha? Rauchen führt zum Tode. Er sagt nein, ja. Er sagt nein und die Kuffar, die ein Interesse dran haben, sagen ja. Ich meine, schämt man sich nicht? Und die Shisha ist 50 bis 60 Mal schlimmer als die Zigarette. Und da hat er noch nicht sein Geheimrezept reingetan, wenn ihr versteht, was ich meine. Da gibt es ja noch so Geheimrezepte, ja, die man reintun kann. Ich rede nur von einer normalen Shisha, die ist 50 bis 60 Mal schlimmer als die Zigarette. Und daher, ein Muslim betritt solche Plätze nicht. Ein Muslim, er vermeidet Plätze, die Allah Azza wa Jal hasst und verflucht hat. Und daher arbeitet ein Muslim nicht an so einem schmutzigen Ort. Und subhanallah, sind das die Rechtschaffenen, die sich in der Shisha-Bar versammeln? Kommen die mit Gebetsteppiche und mit Wickel und so? Ja, sind das die, die sich in der Shisha... Ich meine, guck mal, wer in der Shisha-Bar ist. Anders, andere Leute als die, die in der Moschee sind. Oder? Kann man so sagen. Möge Allah so schön uns bewahren. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Noch einmal bitte.
im Monat Ramadan werden keine Unterrichte von uns stattfinden, weder in der Woche noch am Wochenende. Das Einzige, was vielleicht mit Ausnahme angekündigt wird in diesen Tagen, inshallah ta'ala, ist, dass wir nach dem Asr-Gebet vielleicht eine Surah im Monat Ramadan erlernen, inshallah ta'ala. Das heißt, jetzt Samstag ist unser letzter Unterricht, bi'idhnillah ta'ala, barakallahu fikum wa jazakum.